Hervorgegangen aus der privaten Kunstschule von Elfi Lüttgen in Berlin-Zehlendorf haben sich sieben Malerinnen mit über 70 Arbeiten zur Ausstellung zusammengefunden. Wir haben ja schon verschiedene Ausstellungen, regelmäßige Ausstellungen, verschiedene Ausstellungen gehabt, gelegentlich auch ganz abstrakte Dinge hier hingehabt. Heute, so scheint es mir, scheinen Formen, Farben und auch einfach nur schöne Eindrücke die Oberhand zu behalten, und so soll es dann sein. Zur Leichtigkeit des Sommers, glaube ich, passeten diese wunderschönen Bilder. Die Begeisterung für die Bilder teilten auch der Vereinsvorsitzende Eberhard Rodler und die Leiterin der Kunstschule Elfi Lüttgen. Es ist nicht so ganz einfach, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Dazu gehört also ein Sehen und ein Wollen und auch ein intensives Durcharbeiten. Ich muss durch die Stadt gehen, ich muss etwas erkennen, ich muss eine Vision haben, und wenn ich eine Situation wahrnehme und sie erkenne, dann muss ich in der Lage sein, oh, das könnte ich vielleicht in Kunst umsetzen. Also verdiente Blume für die Malerinnen und die Frage, was sie zum Malen motiviert. Ich male gerne, weil ich mich dabei entspanne und weil ich dabei an alles vergesse, Büro und Sorgen. Und dabei einfach loslassen kann. Wenn ich unterwegs bin und sehe Dinge, die interessant sind oder schön, die würde ich gerne im Gedächtnis behalten, die auch Ruhe in unseren hektischen Alltag bringen. So sind dann auch die Motive meiner Bilder. Das motiviert mich. Ja, mich motiviert in erster Linie immer dann, wenn ich ganz besondere Situationen mit Tieren erlebe oder sehe. Oder Ideen zu Situationen habe. Gerade wenn mich Tiere anblicken oder das ein besonderer Moment ist, dann versuche ich das hinterher eben in die Bilder umzusetzen. Ich beschäftige mich damit, was ich so am liebsten mag, mit den Tieren, wo ich mich ganz viel als Hobby auch beschäftige. Und das setze ich dann um. Ich male schon ewig und drei Tage. Also vor über 30 Jahren hatte ich in der Klasse eines meiner Kinder eine Malerin, die Kurse angeboten hat. Und seitdem male ich, wann immer ich kann und wann immer ich Zeit habe. Und das trägt sehr zu meiner Entspannung bei und macht Spaß. Und ich denke auch, das kann man bis ins hohe Alter machen. Das finde ich ganz toll. Die Ausstellung ist noch bis zum 1. Oktober im Stahnsdorfer Gemeindehaus in der Annastraße zu besichtigen.